Okay, dann beginnen wir. Das Mikrofon ist nur für das Video, daher kurze Probe. Versteht ihr mich in den letzten Reihen gut genug? Okay, ich versuche lauter zu reden, weil es ist halt leider wieder Birkenzeit und die haben mich nicht so gern. Ich hoffe, es geht trotzdem. Okay, willkommen zu meinem Vortrag über Raspberry Pi GPIO Pin Hacking. Mein Name ist Bernhard Rummer, ich habe seit diesem Jahr wieder einen neuen PGP-Schlüssel, jetzt mit mehr Bits seit NSA wieder mal. Kurz über mich, habe auf der TU Telematik studiert, das ist schon ein paar Jahre her, bin seitdem bei der Linux User Group Graz, ist jetzt auch noch mehr ein harter Kern übrig geblieben, und seit 2000 bin ich bei der Infonova angestellt und arbeite halt bei verschiedenen Projekten, aber hat halt alles nichts mit Raspberry oder Ähnlichem zu tun. Wir machen ganz was anderes. Ganz kurz Inhaltsverzeichnis, Raspberry Pi und GPIO, was ist das? Über die Wiring Pi Library ein paar Worte, dann ein kleines Beispiel, wie man eine primitive Ampelsteuerung machen kann, kurzer Crashkurs, wie das so mit Tastern und LEDs funktioniert und wie man sie richtig oder anschließt und auf was man aufpassen muss. Dann nächste Beispiel, Kids meets BSG, wer versteht die Anspielung? Niemand, okay, sehr gut. Dann lasst euch überraschen. Ein Crashkurs wieder dazu, wie das mit Schieberegistern und Latches funktioniert. Und dann das gleiche noch einmal mit Helligkeitssteuerung, Pulsbreitenmodulation. Und am Ende halt Questions and Answers. Am Anfang seht ihr diese Fast-Forward-Zeichen, das sind die Einleitungsfolien, bei denen ich versuchen werde, das nur sehr oberflächlich zu besprechen, damit ihr halt die Stichworte habt, für wenn ihr googeln wollt, dass ihr auf den Folien nachlesen könnt. Aber ich möchte mich da am Anfang nicht zu lange aufhalten. Es gibt übrigens auch unten beim Stand ein Buch über Raspberry, ist ungefähr so dick, wo auch alles, soweit ich jetzt überblickt habe, recht gut beschrieben ist. Ist vielleicht auch an, wer sich näher damit beschäftigen möchte und gerne ein Buch hätte, schaut es mal rein dort. Kurz Raspberry Pi GPIO. Was ist ein Raspberry Pi? Ein Raspberry Pi ist so etwas, ein Kreditkarten, großer Computer, hat ein paar nette Peripherieanschlüsse. Und das, um was es in erster Linie gehen wird, sind diese GPIO-Pins. Model A hat 17 Stück, Model B hat 21 in Summe. Was bedeutet GPIO? Steht für General Purpose Input Output. Das ist ein Pin, den ich programmieren kann und den ich als Input oder als Output verwenden kann und der, wie man bis da schon angedeutet ist, leicht zugänglich ist. Also sprich, ich habe eine Pfostenleiste oder etwas Ähnliches, wo ich mich dann draufhängen kann. Es gibt auch speziellere GPIO-Features, ich werde es jetzt nur grob überfliegen, also UART, wenn man irgendwie serielle RS-232-Kommunikation oder ähnliches machen will, I²C, wenn man entsprechende Chips anschließen möchte, wo man dann ein paar Pins genau dafür verwenden kann, das gleiche für SPI. Man kann einen Pin auch als Clock konfigurieren, wo man dann quasi den CPU-Takt herauskriegt, man kann auch einstellen, dass man nur einen Teiler davon haben möchte. Ist dann interessant, wenn man extern auf der Platine, die man halt anschließen möchte, irgendwie einen Takt braucht. Es gibt auch einen Pin, mit dem man PWM machen kann und so weiter. Anwendungsmöglichkeiten, was kann man jetzt damit machen? Einfachste Beispiel, was ich euch zeigen werde, Tasten und LEDs. Wenn es etwas Größeres sein darf, kann man auch irgendwie LCD-Displays anschließen, gibt es auch in einzeilig, mehrzeilig, als Pixel-Display, da kann man verschiedene Dinge, wenn es was Mechanisches oder Elektrisches werden soll, man könnte damit auch Relais, Motoren, Schrittmotoren oder Servos steuern, natürlich nicht direkt, also man braucht noch eine Zwischenhardware dafür, aber prinzipiell funktioniert es und vieles mehr. Stichwort ist, General Purpose würde ich so definieren, dass man halt damit Dinge tun kann, die vom Hersteller so nicht unbedingt vorgesehen sind und das ist halt ja der ganze Sinn der ganzen sein, dass man sich halt damit spielt oder irgendwas halt macht, weil man halt Interesse oder Spaß dran hat. Dann, es gibt jetzt nicht nur den Raspberry, es gibt auch Arduino, Knoblin, Beagleboard oder wie die alle heißen, gibt es alle Jahre irgendwelche neuen Boards. Prinzipiell, wenn du jetzt fragst, was ist das Beste, ist die Standardantwort, es kommt immer darauf an, was du vorhast. Hauptunterschied ist,
beim Raspberry bzw. Knoblin Beagleboard hast du einen ARM-CPU drauf und Arduino ist halt ein klassischer Mikrocontroller. Da ist wieder der Unterschied, auf einem ARM kannst du üblicherweise ein Linux drauf installieren und du hast damit jede Flexibilität, die du damit erreichst. Also du kannst damit SSH drauf einloggen, kannst dann Apache dazu installieren und über Web-Oberfläche irgendwas ein-ausschalten. Und wo der Mikrocontroller, also ein Arduino besser ist, ist halt, wenn du wirklich Low-Level sein musst, aus welchem Grund auch immer, oder wenn Timing ein Thema ist. Also zum Beispiel, du kriegst von irgendeinem Sensor ein Signal und es muss innerhalb von 100 Mikrosekunden garantiert sein, dass irgendwas passiert. Da tust du mit Linux schwer, weil wenn gerade der Kernel meint, da muss jetzt was rein oder rauswappen oder gerade der Cronjob anfährt, dann haut er dir das ganze Timing zusammen. Und es ist dann schwer bis gar nicht möglich, das in den Griff zu bekommen. Alles, was ich zeige, funktioniert prinzipiell auf jedem Ding, das General Purpose Bins hat. Dann gleich eine Entschuldigung vorweg. Ich habe da zwar Hardware und ein paar Schaltungen mitgebracht, aber nachdem ich es unten probiert habe am Teilstand, habe ich festgestellt, dass es ein klassischer Double Fail ist, dass beide Schaltungen jetzt aus irgendeinem Grund nach dem Transport nicht mehr funktionieren. Aber ich habe Videos vorbereitet als Beweis, dass es doch geht. Weil ich habe mir schon gedacht, dass irgend so etwas Blödes wieder passieren wird. So, was braucht man für, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt habe ich seinen Pi, jetzt möchte ich was basteln. Man braucht eine Steckplatine, so etwas wie das da, wo man dann halt irgendwelche Dinger draufstecken kann. Ich zeige es dann mit der Kamera noch einmal. Ein Verbindungskabel, wie es da angedeutet ist. Und wenn man, so wie ich, das selber baut, bitte unbedingt vorher auf Kurzschlüsse überprüfen. Sonst kann man stundenlang Fehler suchen, bis man draufkommt, was der Fehler ist. Ich zeige es vielleicht noch einmal in groß. So, genau. Also der Pi hat da eben auf der einen Ecke so einen Anschluss, wo man einen Pfosten, also ein Flachbandkabel, Pfostenstecker drauf montieren kann. Habe im Prinzip ein ausgemustertes Festplattenkabel hergenommen. Und auf der anderen Seite, auf der Unterseite sind einfach einreihige Pfostenstecker, genau, unter Beschriftung, dass man sieht, wo halt welcher Pin ist. Sieht man da jetzt nicht so gut, aber müsst ihr mir glauben. Gibt es auch fertig zum Kaufen, aber wenn du dir die 20 Euro sparen willst, kannst du es auch selber bauen. Dann Wiring Pi, jetzt habe ich die Hardware, super, was mache ich jetzt damit, das brauchst du ja Software auch. Da gibt es eine Library, nennt sich Wiring Pi, die man da runterladen kann, ist eine C-Bibliothek, die man auf dem Pi halt installieren kann, um diese GPIO-Pins nutzbar zu machen. Hat sehr viel Ähnlichkeiten mit Arduino, also wer das eine kennt, wird mit dem anderen auch relativ schnell klarkommen. Es gibt ein Command-Line-Tool dabei, wo man halt einfache Shell-Skripte sich basteln kann. Und wo man mit diesem Command-Line-Tool halt Bins ein-ausschalten kann, wie man halt will. Und vielleicht auch interessant, wenn man Richtung Apache was machen will, es gibt auch Sprachbindings für Python, PHP, Ruby, Perl. Ob es für Java auch was gibt, weiß ich nicht, aber das wird man wahrscheinlich eher nicht auf dem Pi laufen lassen wollen. Und sonst C-nativ geht natürlich auch immer. Kurz ein paar Sätze, wie man auf dem Pi selbst quasi das Ding installiert. Also man muss zuerst einmal GCC installieren, dann sich das per Git runtersaugen, bauen lassen und fertig. Überspringe ich jetzt recht schnell und komme gleich zum ersten Beispiel, Ampelsteuerung. Hier ist ein Foto, herzeigen kann ich es leider nicht, deswegen habe ich es als Video vorbereitet. Das er mir nicht tut. Sehr gut. So. Gut, also aus der CSI-Perspektive, also das Wichtige vorne, ganz hinten ist ein kleiner Taster zu sehen und wenn man drauf drückt, fängt halt die Ampel zum Blinken an, wie halt eine echte Ampel tut, wird gelb, rot und wie ihr wahrscheinlich schon ahnen könnt, wird es irgendwann wieder grün, relativ unspektakulär, aber das sind so einfache Schaltungen, die man, wenn man sich damit beschäftigt, halt machen kann und die jetzt nicht viel Aufwand bedeuten und man hat gleich einmal schnelle Erfolgserlebnisse. Wie funktioniert das? Es ist als Shell-Skript implementiert, verwendet einen Pin als Input, wo der Taster dran geschaltet ist, drei Pins für den Output, also ein Pin für jede LED. Ich verwende so einen kleinen Taster, wo man drauf drücken kann, dann zwei Widerstände, einen Treiberbaustein, da kommen wir noch später dazu, für was der gut ist, und die drei LEDs plus Vorwiderstand.
da eine ganz grob überflogen, wie der Schalter angeschlossen ist. Man sieht, der Schalter ist jetzt nicht direkt angeschlossen, sondern es macht Sinn, wenn man noch zwei Widerstände hat. Der 100K nach unten als Pull-Down-Widerstand, das dient dazu, dass wenn der Taster nicht gedrückt ist, der Pin das wirklich als Null erkennt, weil dann der Pin eben über den Widerstand auf Masse gezogen wird. Auf der anderen Seite ist es auch sinnvoll, wenn du einen Pull-Up-Widerstand hast, der natürlich kleiner sein sollte, in dem Fall nur 10K, hat den Sinn, was ist, wenn der Pin irrtümlich ein Output ist und auf 0 ist und du gehst mit deinem Schalter her und schaltest ihn auf 1, dann hast du einen super Kurzschluss, der im schlimmsten Fall dir den Pin zerstören kann. Deswegen ist es gut, wenn man so einen Schutzwiderstand noch drinnen hat. Oder das, was mir passiert ist, dass man den Widerstand irrtümlich an 5 Volt statt an 3,3 Volt anschließt, dann funktioniert es zwar, aber es geht trotzdem. Wird auch nichts kaputt. Und wenn du das nicht hättest, dann würdest du die 5 Volt an den Pin anlegen und nachdem der ARM-CPU, wenn du mit 3,3 Volt betrieben ist, wird er das wahrscheinlich nicht sehr gerne haben. Warum jetzt ausgangsseitig dieser Chip-Treiber? Das hat hauptsächlich mit der Entlastung der Chip-IO-Pins zu tun. Es ist nämlich so, dass die 3,3 Volt, die du an den Pins hast, von einem Netzteil kommen, das auf dem Raspberry Pi drauf ist, das daher natürlich eher klein dimensioniert ist und wo du jetzt nicht ewig viel Strom ziehen kannst. Dann gibt es noch eine Einschränkung, dass der ARM-Chip selbst nur 16 mA pro Pin liefern kann. Sonst wird entweder was kaputt oder er liefert es einfach nicht. Und insgesamt, noch schlimmer, kannst du über alle Pins hinweg nur 50 mA insgesamt ziehen. Sonst wird auch entweder was kaputt oder es stürzt ab oder es funktioniert einfach nicht. Daher ist so ein Zwischenchip drinnen, das einfach nur ein 8-Bit-Buffer ist, also 8 Eingänge, 8 Ausgänge, die ich mit den 5 Volt betreibe, die du auch von diesem Flachbandkabel abzweigen kannst. Und das Nette ist, dass obwohl der Raspberry nur die 0 und 3,3 Volt als Pego liefert, ist der Chip so nett und erkennt die 3,3 Volt trotzdem als logische 1 und damit habe ich gewonnen. Und kann dann am Ausgang von diesem Chip halt dann wieder machen, was ich will, bis ich an die Grenzen von dem Chip bzw. von der Stromversorgung komme. Kurz Leuchtdioden oder LEDs. Nachdem es eine Diode ist, hat es eine Anode und eine Kathode. Salopp gesagt, der Plus- und der Minuspol. Wenn man es verkehrt herum einbaut, funktioniert es halt nicht. Es gibt sie einfärbig in verschiedenen Größen, Farben und Formen. Auch mehrfärbig, also zweifärbig oder mit RGB. Bei den mehrfärbigen ist es dann meistens so, dass entweder die Anode oder die Kathode zusammengeschlossen ist, dass man einfach weniger Pins hat, weil ein RGB-LED hat dann so 4 Pins und sonst hättest du 6 und das wäre dann mehr Aufwand zum Verdrahten und auch in der Herstellung teurer, deswegen gibt es das eigentlich nicht. Und ganz wichtig, du brauchst prinzipiell immer einen Vorwiderstand zur Strombegrenzung. Wenn du jetzt eine LED direkt an die 5 Volt oder 3,3 Volt anschließt, ist das nur für Hobbypyromanen interessant, aber nicht, wenn man was Sinnvolles basteln will. Also wird entweder brennt es durch und im Extremfall explodiert sie sogar mit einem mehr oder weniger lauten Knall. Dann, wie berechnet man den Vorwiderstand? Wäre jetzt auch überfliegen, also nur für euch dann später zum Nachlesen. Wie funktioniert jetzt das Shell-Skript? Da wird jetzt ein paar Auszüge in die Folien gepackt. Prinzipiell definiere ich mal ein paar Variablen, wo jetzt welche Pins ich jetzt für was verwende, damit ich unten dann eben symbolisch quasi darauf zugreifen kann. GPIO ist eine Variable als Platzhalter, wo ich sage, ich möchte dieses GPIO Command Line Tool mit der Option -G immer verwenden. Das bedeutet, die PIN-Nummern ist die PIN-Nummerierung, so wie sie von dem ARM-Chip rauskommt. Das Ding unterstützt nämlich noch eine eigene Wiring Pi interne PIN-Nummerierung, was dann, soweit ich weiß, die Nummerierung auf dem Flachbandkabel ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Wenn nicht, ist auch egal, aber es gibt jedenfalls da mehrere Nummerierungsschemen, da muss man halt aufpassen, dass man das Richtige nimmt. Dann zum Initialisieren sage ich, ich nehme Rot-Gelb-Grün her und konfiguriere es als Ausgang. Das ist jeweils ein Einzeileraufruf. Den Button-Pin definiere ich als Input, weil da habe ich einen Taster dranhängen, den ich auslesen will. Dann die einzelnen Ampelphasen habe ich so als Funktion herausgezogen. Grünphase schaut so aus, ich schreibe auf Rot und Gelb eine 0 draus, damit sie aus ist, auf Grün eine 1, na. Und das ist interessant vielleicht, da sage ich jetzt WFI, mein Pin-Button Rising, das bedeutet Wait for Interrupt.
Und Rising bedeutet, warte auf die steigende Flanke. Das heißt, wenn diese Zeile aufgerufen ist, blockiert das Skript genau an dieser Stelle und wartet darauf, bis ich den Knopf drücke und auf dem Pin eine steigende Flanke erkannt wird. Dann kommt das Programm raus und es geht weiter. Im Gegensatz zu Polling, wo du in einer Schleife quasi immer wieder fragst, wie ist der Pin, und du dann darauf reagierst, ob er dann 1 oder 0 wird. Das kann man so auch sozusagen Interrupt getrieben lösen. Und außen herum, also die anderen Ampelphasen habe ich mir jetzt erspart, und außen herum ist einfach eine Masterschleife, wo ich einfach von grün bis rot und wieder zurück als Endlosschleife drinnen habe. Wenig Überraschendes. Dann ganz kurz, wie es jetzt mit C-Code ausschaut, wenn man jetzt sagt, okay, Shell-Skript nett, aber ich möchte ein bisschen was schreiben, das ein bisschen mehr tut, und da ist mir dann das Shell-Skript einfach zu langsam, wenn man ein bisschen mehr haben möchte. Bei C prinzipiell funktioniert es so, du schreibst deinen C-Source, hast einen Compiler, der die Object-Files erzeugt, die dann ein Linker in ein fertiges Binary übersetzt. Das kann man entweder direkt auf dem Pi machen, du kannst es, nachdem ja ein normales Rasp, BMC oder was auch immer du dafür Linux drauflaufen hast, kannst du natürlich einen Compiler und alles, was du dazu brauchst, einfach nachinstallieren. Oder sozusagen cross-kompilieren, das bedeutet, ich nehme meinen Laptop oder meinen PC her, verwende dort die Entwicklungsumgebung, die ich sonst immer verwende, nur verwende ich nicht den Compiler von meinem PC, sondern einen sogenannten Cross-Compiler, der dann einfach ARM-Code erzeugt stattdessen. Und das kann ich dann nehmen, auf dem Pi per Secure-Copy raufkopieren und dort ausführen. Fertig. Soweit zur Theorie. Da gibt es einen Link, wo man solche Compiler-Tool-Chains schon fertig runterladen kann. Unten dann das Subverzeichnis von dem, mit dem ich meine Beispiele gemacht habe. Abhängig von der Entwicklungsumgebung muss man das natürlich auch erst einstellen. Das müsste man, wenn dann auch, eher als Workshop machen. Kann ich jetzt daher auch nur euch die Suchwörter geben fürs Googlen. In Eclipse gibt es da zum Beispiel einen Link, wo das schön beschrieben ist, wie man das einrichtet. Wenn du KDevelop oder irgendwas anderes verwendest, bitte selbst googeln. Ich habe es probiert, aber ich bin dann nach einer Viertelstunde gescheitert. Aber es geht ganz sicher irgendwie. Dann Kit meets BSG. Wer kennt Kit? Und Battlestar Galactica? Na eben, also, weil vorher niemand aufgezeigt hat. Nächstes Beispiel schaut dann so aus. Ein simples Lauflicht. Wieder aus der CSI-Perspektive. Oder von oben, wo man die LEDs ein bisschen besser sieht. Genau. Da drücke ich jetzt auf Pause. Also der Hardware-Aufwand ist jetzt ein bisschen mehr. Da habe ich jetzt zwei so schwarze Käferl, einen Haufen Widerstände, einen Haufen LEDs und viele Kabeln. Ich gehe vielleicht noch einmal auf die Kamera. So. Also, was ich eigentlich zeigen wollte, ist, dass ich da jetzt drei lange Kabeln habe, von denen ich vom Raspberry Pi quasi in diese Schieberegister gehe, die halt untereinander auch verbunden sind. Und von da sieht man dann sozusagen die Ausgänge, wo dann halt die LEDs mit den jeweiligen Vorwiderständen angeschlossen sind. So. Entschuldigung? Ja, kommt noch. Geduld, Geduld, Geduld. Also die Antwort ist ja, aber es kommt gleich. Wie funktioniert das? In dem Fall war das ein C-Programm. Ich verwende, wie angedeutet schon, drei General-Purpose-Bins für den Ausgang. Zwei solche HC595er als Schieberegister, wo ich dann die 16 LEDs plus Vorwiderstand angeschlossen habe. Jetzt wird sich vielleicht jemand fragen, ja Moment, drei Leitungen, 16 LEDs, wie soll das gehen? Also ja, es geht. Das Stichwort oder das Zauberwort ist Schieberegister oder auch SIPO, ist die Abkürzung davon, Serial In Parallel Out, gibt es auch umgekehrt, was man parallel laden kann und seriell auslesen kann, es gibt auch welche, die beides können. In dem Fall reicht mir die SIPO-Variante. Bedeutet, ich habe einen Pin auf diesen schwarzen Chips drauf, wo ich einen seriellen Dateninput anlege, einen Pin, wo ich das Taktsignal anlege, und N-Pins, in dem Fall 8 pro Chip, wo dann meine Ausgänge liegen. Wenn man es als Grafik oder als Timing-Diagramm kurz ansieht, da wird Daten, Clock und die Ausgänge aufgezeigt. Angenommen, ich lege auf dem Datenpin jetzt eine 1 an und ich gebe das erste Clock-Signal rein, dann wandert das 1:1 auf den Q0 runter, was der erste Ausgang ist. Dann bei der zweiten
Clock-Signal, kommt das zweite Bit rein. Und was mit dem ersten Bit passiert ist, es wandert von Q0 auf Q1. Und das zweite wandert auf Q0, so geht das weiter. Jetzt sage ich, das, am Dateninput lege ich wieder eine 0 an, leg das dritte Clock-Signal an, dann kommt der Nuller rein und die beiden anderen Bits werden wieder weitergeschoben und so weiter. Und am Ende ist dort, wo das Datensignal mit 1100 abgetastet sozusagen ist, am Ausgang als 1100 sichtbar, parallel. Und so funktioniert es. Probleme bei der Sache ist jetzt, wie man es da gesehen hat, am Ausgang sind kurzzeitig diese Zwischenzustände sichtbar. Und gerade wenn du jetzt was mit LEDs machst und dann sehr viele solche Datenwörter raustakten willst, das hast du dann immer so einen komischen Schlieren-Effekt. Da lautet das Zauberwort Latch, beziehungsweise indem man kein klassisches Schieberegister verwendet, sondern ein Schieberegister, das auch ein Latch schon integriert hat, wie zum Beispiel dieser HC595. Funktioniert so, der hat die zwei Pins von vorher, also Serial Input, Serial Clock, hat die 8 Ausgänge und hat zusätzlich noch eine Clockleitung, mit der man dann wirklich die Ausgänge von dem internen Schieberegister nach außen schalten kann. Das heißt, erst wenn ich dieses Signal gebe, ist das, was ich vorher hineingetaktet habe, wirklich sichtbar nach außen. Und was auch noch nett ist, was ich hier verwendet habe, es gibt einen QH-Ausgang. Das ist quasi das achte Bit vor dem Latch. Das heißt, ich kann das hernehmen und an den SI von einem zweiten Chip anhängen und kann damit aus zwei solchen Chips, die 8-Bit breit sind, ein logisches 16-Bit-Schieberegister machen. So wie da angedeutet. Dann, wie funktioniert das mit der Software? Die Wiring Pi hat dafür oder für Chips dieser Art einen eigenen Header und eigene Funktionen, mit denen man das initialisieren kann. Grob gesagt, ich gebe der Funktion an, auf welchem Pin ist meine Datenleitung, auf welchem Pin ist meine Clock, auf welchem Pin ist mein Latch. Ich sage, wie viele Ausgangspin möchte ich haben. In dem Beispiel wären es 16. Und was die LIP macht, sie bildet mir diese 16 physikalischen Pins, die ja irgendwo auf dem Schieberegister hängen, auf sogenannte virtuelle Pins um. Das heißt, ich kann dann ganz normal meine Write-Operationen auf diese virtuellen Pins machen und alles, was dann die Kommunikation mit dem Chip angeht und das Hinaustakten der Bits, brauche ich mich nicht darum kümmern, das macht die LIP für mich. Klingt ja mal prinzipiell ganz super. So ist jetzt das Ausschnitt aus dem C-Code, wie es dann ausschaut. Wiring Pi als Header inkludiert, dann dieses SR595 als Zusatzheader inkludiert, ich definiere wieder, wo liegen meine Pins, dann dieser 100er ist quasi der Offset, wo ich sage, ab Pin Nummer 100, den ich frei wähle, möchte ich meine 16 Ausgangspins gemappt haben und da sage ich, ich habe 16 LEDs. Dann die Initialisierung, also die GPIO-Library muss man ja initialisieren, unbedingt auch Errorcode abfragen, wie man jetzt aus den letzten SSL-Dingern kennt. Auch das SR595 hat eine eigene Setup-Funktion, wo ich eben genau das, was ich vorher gesagt habe, reingebe. Da auch wieder auf Errorcode abfragen. Und die Schleife, die jetzt diese Animation macht, ist im Prinzip diese Bildschirmseite, relativ simpel. Eine Endlosschleife, dann gehe ich her, ich sage, ich tue immer alle LEDs hinausschreiben. Und sage, dort wo mein aktueller Zähler ist, dieses Active Bit, wenn das meine Stelle ist, die ich anzeigen möchte, ist es ein 1er, sonst ist es ein 0er. Dann mache ich dieses Weiterinkrementieren, dass ich halt mitzähle, bei welchem Bit ich gerade bin. Und wenn ich halt. Und wenn ich am einem oder am anderen Ende angelangt bin, dann muss ich in die andere Richtung zählen und am Schluss ein Delay, wo ich sage, immer wenn ich das einmal gemacht habe, warte ich für 80 Millisekunden und dadurch entsteht dieser Animationseffekt. Das heißt, die Geschwindigkeit dieses Hin- und Herlaufens würdest du in diesem Fall ändern, indem du diesen Delay-Wert veränderst. So, dieser 595er ist jetzt einmal ganz nett, hat aber auch ein paar Nachteile. Einer ist wieder, der hat auch wieder nur eine begrenzte Anzahl oder eine begrenzte Menge an Strom, die ich rausziehen kann. Laut Datenblatt 35 mA pro Pin, was natürlich mehr ist wie der Pi, aber auch noch nicht so viel, wenn man jetzt mehr machen möchte oder was eine stärkere Last anschließen möchte. Und insgesamt wieder nur 70 mA. Das heißt, wenn ich 8 Eingänge mit 20 mA betreiben will, schaut es wieder schlecht aus.
Man muss aber fairerweise dazu sagen, dass diese 74er-Serie ja jetzt eigentlich keine Treiber-Chips in dem Sinne sind, sondern Logik-Chips. Das heißt, die sind in erster Linie dafür gedacht, miteinander verschaltet zu werden und nicht, dass jetzt ein Elektromotor oder sonst etwas dranhänge. Da gibt es dann meistens speziellere Chips. Im 595er-Beispiel zum Beispiel dieser TPIC bla bla bla, der jetzt das die gleichen Features hat wie ein 595er, aber deutlich mehr Strom nach außen treiben kann. Oder wenn du sagst, dir geht es jetzt speziell um LED, da gibt es noch coolere Sachen, nämlich spezielle LED-Treiber-Chips, die genau dafür ausgelegt sind. Nennt sich dann als Stichwort Constant Current Sync zum Beispiel. Der Vorteil ist, du brauchst da nur mehr einen Widerstand, den du für jeden Chip anschließen musst, über den du den Strom einstellst, der dann auf allen, allen Ausgängen, zum Beispiel 8, 16, 24, wie groß auch immer das Ding ist. Das heißt, du hast weniger Hardwareaufwand und das Ding regelt einfach den Strom und kann den Strom auch treiben auf allen Pins, das ist, was das Wichtige dabei ist. Dann die Implikation ist, ich kann die LEDs dann jetzt ohne Vorwiderstand anschließen, weil der Chip eigentlich die Stromregelung macht und dafür sorgt, dass mir die LED nicht durchbrennt. Beispiele dafür sind von Makroblocks der MBI 5026, was 16 Kanäle hat und sonst die gleichen Features hat wie der 595er, nur dass er halt vor außer schon 16 Ausgänge hat. Ein paar andere gibt es noch. Sonst, was vielleicht noch bekannter ist, ist von Texas Instruments der TLC 5940. Das ist so quasi das Schlachtschiff der genannten Chips. Der hat noch einen Haufen anderer Features und lustiger Dinge, aber hat natürlich auch so seine Tücken, beziehungsweise die kleineren Brüder davon. Das Problem ist, wenn du jetzt auf diese Herstellerseiten gehst, viele davon haben von Haus aus nur SMD im Programm, was natürlich uncool ist, wenn man auf so Experimentierplatinen was schnell aufbauen will. Das heißt, von so einer Auswahl an Chips, die es gibt, bleibt dann welche, die mit DIP-Chips haben, nur mehr eine geringe Menge übrig. Und du kriegst sie auch im lokalen Elektronikladen nicht so ohne weiteres. Das heißt, du musst wohl oder übel irgendwo bestellen oder auf eBay aus China dir besorgen. Dann ein paar Demo-Videos, also für den TLC 5940 habe ich zwei vorbereitet. TLC, okay. Genau, da sind die LEDs jetzt nicht nur scheinbar heller, sondern sie sind wirklich heller, weil ich den jetzt mit 15 mA treibe. Und was man sieht, das ist nur ein Chip, der halt ein bisschen länger ist. Die LEDs sind nur mit Kabel verbunden und da im Hintergrund sieht man nur einen Widerstand, über den ich den Strom für alle einstelle. Dann, das geschulte Auge sieht dann so ein komisches Nachleuchteneffekt, zu dem komme ich gleich. Aber vorher noch was Cooleres, das gleiche mit RGB. Schnell hingehackt am Abend. Bevor es aufhört, da habe ich dann zwei solche Chips verwendet, die man natürlich auch wieder so kaskadieren kann. Wie dann für den 95er Grund ist, wenn ich 10 RGB-LEDs habe, habe ich 30 Pins, das heißt, ich brauche zwei Chips, damit ich meine 30 Ausgänge habe. Und zwei davon sind halt zufällig unbenutzt, aber das macht nichts. So, Helligkeitssteuerung, das ist das Stichwort für den zweiten Hauptteil des Vortrags. Ich glaube, von der Zeit her sind wir gut im Bild. Dieses Video habt ihr eh schon gesehen. Ist jetzt kein Fehler von der Aufnahme, die ich gemacht habe, sondern man kann wirklich auch die Helligkeit mit ein bisschen Softwareaufwand oder Hardwareaufwand, je nachdem, treiben. Dazu ein bisschen Theorie vorher. Prinzipiell ist es ja so, wenn man so einen GPIO-Pin hat und als Ausgang betreibt, der kann ja prinzipiell nur 0 oder 1 sein, ist ja schließlich ein digitaler Ausgang. Man kann aber dann so Tricks machen wie Pulsbreitenmodulation, da habe ich dann später auch wieder so ein Timing-Diagramm, wo du dann den optischen Effekt erzielst, als ob er zum Beispiel dann nur die halbe Helligkeit hätte. Wie das funktioniert ist, ich gehe her und tue einfach den Ausgang kontinuierlich zwischen 0 und 1 hin und her schalten. Und das mache ich so schnell, dass das Auge das nicht mehr wahrnimmt und als Grauton oder als Helligkeitston dann wahrnimmt. Funktioniert ja im Kino in Wirklichkeit ähnlich. Du hast ja auch deine 24 oder 25 Bilder pro Sekunde und das Auge nimmt das aber als Animation wahr. Und so ähnlich ist es mit der PWM, wenn das schnell genug flimmert, nimmst du das gar nicht mehr wahr. Und das Tastverhältnis, wenn du jetzt sagst, wenn ich jetzt immer ein- und ausschalte, wenn ich jetzt länger einbleibe und nur kurz aus, ist es halt so
hell. Wenn ich aber nur kurz einschalte und lang unten bleibe, ist es eher dunkel. In der Mitte ist es halt halb-halb. Oder wenn es ganz ein- und ganz ausgeschalten ist, ist es halt die maximale Helligkeit oder die maximale Dunkelheit. Wieder als Timing-Diagramm, damit man es optisch auch besser sieht. Diese Clock-Leitung ist jetzt nur simuliert gedacht. Das ist jetzt im Prinzip, in wie viele Stufen ich jetzt meine Zeit einteile. In dem Fall habe ich jetzt mit acht Helligkeitsstufen ein Beispiel vorbereitet. Das heißt, es gibt eigentlich 7 Zeitslots, in denen sich etwas abspielt und danach beginnt das Ganze wieder von vorne. Das bedeutet, wenn der erste kommt, der Nuller bleibt natürlich immer auf 0, alle anderen gehen auf 1. Wenn der zweite kommt, geht die zweitdunkelste Einstellung wieder zurück auf 0, die anderen bleiben auf 1 und so geht das weiter. Das ist eine schöne Treppenfunktion. Das heißt, der fast die höchste Helligkeit hat, ist nur ein kurzes Zeitintervall, nämlich genau einen Takt lang auf 0, dann geht er wieder 1 und dann beginnt das ganze Spielchen wieder von vorne. Und wie gesagt, das machst du so schnell, dass das Auge dann nicht mehr wahrnehmen kann. Problem ist jetzt, im Fall von Raspberry, vor allem wenn du jetzt viele LEDs hast, du musst das in Software machen oder du verwendest spezielle LED-Treiber-Chips, die dann eben PWM-Funktionalitäten eingebaut haben, weil der Raspberry Pi hat nur einen Pin, den man für solche PWM-Aufgaben verwenden kann. Bei Arduino schaut es ein bisschen besser aus, da hat man mehr. Wie gesagt, man kann das aber auch in Software implementieren. Bedeutet jetzt, ich muss die ganze Zeit jetzt sogenannte Digital Writes machen, also ich muss immer die Ausgänge zwischen 1 und 0 hin und her schalten und wie ihr vorher gesehen habt, dieses Sleep 80 dazwischen, das wird so dann nicht mehr funktionieren. Das heißt, ich muss dann wirklich in einer Endlosschleife braten und das ist dann auch der Effekt, dass wenn du ein Programm so schreibst, dann bratet es mit 100% CPU-Zeit, was aber, wenn sonst nichts drauf läuft, auf dem Raspberry eigentlich auch egal ist. Also heiß wird er deswegen nicht. Aber du musst das dann so oder so ähnlich machen. Das Timing davon ist wieder wichtig. Vor allem, wenn du jetzt den RASP-BMC als Distribution verwendest und den hochfährst, dann fährt ihr im Hintergrund das XBMC. Und wenn der jetzt im Hintergrund läuft, das ist auch ein Prozess, der immer wieder CPU-Zeit haben will. Und wenn du dann dieses Demo-Beispiel ausprobierst, dann wirst du merken, dass das irgendwie so komisch flackert. Und das, was hinten eigentlich so kontinuierlich abklingen sollte, dann manchmal 0 ist, manchmal kurz 1 ist und irgendwie komisch ausschaut. Das liegt genau daran, weil dann dein Hauptprozess immer wieder unterbrochen wird von anderen Sachen und das kriegst du nur weg, indem du irgendwie versuchst sicherzustellen, dass dein Programm das einzige ist, was drauf läuft und alles andere einfach tötest. Anderes Beispiel ist, wenn das läuft und du machst zum Beispiel ein Find Slash, dass du einfach sehr viel I/O-Last erzeugst, dann merkst du auch, wie eigentlich das Timing von deinem Programm komplett eingeht. Und da ist halt der Arduino wieder besser, wenn das kritisch ist, dass dieser optische Effekt wirklich exakt eingehalten wird, weil da bist du direkt auf der Hardware und da läuft kein anderer Prozess, weil da führt genau nur dein Programm und nichts anderes aus. Wiring Pi hat auch einen Header, mit dem man einzelne Pins als Soft-PWM-Pin definieren kann. Funktioniert dann unter der Haube so, dass er für jeden dieser Pins halt einen Thread wegstartet, der dann eben im Kreis läuft und immer wieder 1-0 macht. Ja, kann man jetzt für gut oder für schlecht empfinden. Im Prinzip muss man es ausprobieren, ob das dann für das, was man selbst vorhat, gut genug ist oder man doch was anderes braucht. Speziell, wenn wir jetzt von Schieberegistern reden und sagen, ja, ich habe jetzt nicht nur die 16 oder die 17 Pins vom Raspberry, sondern ich habe eine größere LED-Matrix, die ich betreiben will, dann funktioniert das alles so nicht. Da muss man was selbst Hand anlegen. Also entweder einen speziellen Chip dafür kaufen, der das einem abnimmt, oder eben in Software selbst implementieren. Beispiel von dem zweiten Lauflicht. Ein Video habe ich noch unterschlagen, glaube ich. Das wäre jetzt das 595er Beispiel von vorher, also genau die gleiche Hardware, wieder mit den zwei Registern und mit PWM. Also gleiche Hardware, nur andere Software für einen optisch besseren Effekt. Funktionieren tut das so. Ich berechne jetzt nicht mehr jedes Bild, sondern ich war einfach faul und habe mir so ein Integer-Array vorbereitet, wo ich einfach jedes Frame sozusagen vorprogrammiert habe. Ein Frame ist im Prinzip eine Zeile, das bedeutet, das ist eine Momentaufnahme von der Animation, die ich gerade abspielen möchte.
jede Spalte ist im Prinzip eine LED, also sind 16 Spalten und die Zahl dahinter gibt an, 0 bedeutet, es soll schwarz sein, 7 bedeutet maximale Helligkeit und dazwischen halt irgendeine Zwischenhelligkeit. Und da habe ich jetzt natürlich nicht die ganze Matrix aufgelistet, aber wenn ihr die Demo-Beispiele runterladet, dann ist das natürlich ein bisschen länger. Da habe ich jetzt nur 3 Ausschnitte gemacht, wo man halt sieht, dass eben dieses helle Bit halt einfach in die eine Richtung wandert und irgendwann später halt wieder zurückkommt. Das ist das Hauptprogramm, ist eigentlich gar nicht so viel komplizierter. Eine Vorschleife fehlt, nämlich das ist die Endlosschleife drumherum, aber das ist irgendwo logisch. Was das macht ist, ich gehe es jetzt von außen nach innen kurz durch. Ich gehe jedes Frame durch und wenn ich am Ende angelangt bin, durch die Endlosschleife fange ich wieder von vorne an. Dann habe ich eine Schleife, wo ich sage, das aktuelle Frame möchte ich jetzt eine gewisse, nicht nur einmal darstellen, sondern PWM, Underline Loops mal. Liegt daran, ich kann jetzt kein Sleep mehr machen, sondern ich muss die ganze Zeit meine Ausgänge beballern, damit dieser optische Effekt richtig funktioniert. Und mit dieser Größe kann man dann einstellen, sozusagen, wie schnell die Animation laufen soll. Also wenn man wenig Durchläufe hat, läuft schneller, wenn man viele Durchläufe hat, entsprechend langsamer. Dann habe ich eine Schleife, die jetzt im Prinzip dieses Taktsignal von dem vorigen Timing-Programm repräsentiert in gewisser Weise. Und das heißt, ich laufe das 7-mal durch, weil es dann eben 7 solche Timeslots gibt. Und jedes Mal schreibe ich alle Pins raus und ich sage, wenn von meinem aktuellen Frame die jeweilige LED größer als dieser Level ist, dann ist das 1 und sonst ist das 0. Und wenn das Ganze dann in einer Endlosschleife läuft, dann steht dieser Effekt wie auf dem Video. Super. Aber wenn du jetzt schaust, wie viel geht da jetzt eigentlich, welche Framerate bringt man zusammen, ganz wichtig, ist es so, lustigerweise, dass bei 16 LEDs und 8 Helligkeitsstufen, was jetzt noch nicht wirklich viel ist, man für einen kleinen Aufbau ist okay, aber wenn man was Größeres vorhat und man bekommt jetzt mit dieser Software nur 110 Frames pro Sekunde zusammen, dann wird das nicht ewig lang gut gehen. Das hat 2 Gründe. Ein Grund ist, dass der Schieberegistercode von der Wiring Pi Delays drinnen hat beim Hinaustakten. Das heißt, er legt das Datensignal an, wartet eine gewisse Zeit und dann gibt er erst das Clock-Signal. Hat jetzt eher Robustheitsgründe, dass man sagen kann, wenn du die Lib verwendest, die funktioniert mit jedem ranzigen Chip, den du jetzt nicht mit Megahertz im Megahertz-Bereich takten kannst, sondern der funktioniert auch mit Schieberegister-Chips, die halt irgendwie schrottig sind oder vom vorigen Jahrtausend noch sind und einfach nicht so schnell geschalten werden können. Nachteil ist, dass du diese Zeit natürlich verlierst und in der Zeit nichts anderes machen kannst. Und noch ein Effekt, der wahrscheinlich auch damit zu tun hat, wie das intern implementiert ist. Wenn du jetzt die Anzahl der LEDs erhöhst, geht die Laufzeit mit dem Quadrat nach unten. Das heißt, wenn du jetzt 32 LEDs nimmst, dann hast du nicht 55 Frames pro Sekunde laut Adam Riese, sondern noch einmal die Hälfte. Aber mit ein bisschen mehr Code, und wie ihr sehen werdet, es ist gar nicht so schwer eigentlich, kommst wieder rauf auf 24.000 Frames pro Sekunde, wo du dann quasi schon an dem bist, was der Raspberry eigentlich hergibt. Funktioniert jetzt so, ich muss natürlich die Initialisierung selbst übernehmen. Wenn ich sage, ich verwende jetzt diese SR595 Lib nicht, sondern ich mache es selber, dann muss ich natürlich auch selbst die Initialisierung machen, indem ich die 3 Pins als Output konfiguriere, initial einmal auf 0 schalte. Und das ist die gleiche Schleife wie vorher. Der einzige Unterschied ist, ich habe da jetzt nicht mehr einen virtuellen Pin, sondern den Datenpin und ich habe für jedes Datenschreiben einmal ein 1 und ein 0 auf die Clockleitung und wenn ich fertig bin, einmal ein 1 und ein 0 für das Latch. Und dann kommst du auf höhere Framerates, weil da sind keine Delays mehr drinnen und das Digital Write ist an und für sich eh schon relativ schnell implementiert. Das heißt, das sollte reichen, auch wenn du größere Installationen vorhast. Kurz ein paar Zahlen, also wenn du jetzt so ein Beispielprogramm hernimmst und mitstoppst und dann halt zurückrechnest, wie viele Digital Writes pro Sekunde kriegst du jetzt eigentlich zusammen, das sind dann ungefähr 10 Millionen herum, plus minus, kommt auch immer darauf an, was du sonst für Code in deinem Programm hast, also irgendwelche Logik oder wo du was berechnest, dann ist es natürlich weniger. Ne? Bedeutet andersherum, zwischen 2 Digital Writes vergehen 100 Nanosekunden und wenn du jetzt auf diese Schieberegister-Datenblätter schaust, so ein paar Kenngrößen sind ja zum Beispiel
wie viele Nanosekunden muss der Eingang stabil sein, bevor du die Clockleitung legen darfst. Das ist dann so üblicherweise im Bereich 10 bis 30 Nanosekunden, je nach Chip. Und das heißt, mit den 100 Nanosekunden sind wir eh weit drüber. Das heißt, es gibt eigentlich gar keine Notwendigkeit, dass ich da irgendwie künstliche Verzögerungen einbaue, weil die Chips, die dann außerhalb angeschlossen sind, das leicht verkraften. Aber das bedeutet nicht, dass ich jetzt 10 Megabit pro Sekunde an Daten rausbekomme, weil es sind nur ein Drittel, weil ich brauche ja 3 Digital Writes, um ein Bit an ein Schieberegister zu schreiben. Nämlich eines für die Datenleitung, eines um die Clock auf 1 zu geben, eines um es wieder auf 0 zu geben. Die 2 weiteren für das Ledge habe ich jetzt ignoriert, aber die sind in Wirklichkeit auch noch dabei. Das heißt, wenn du mehr brauchst, dann musst du irgendwie halt wieder was anderes einfallen lassen. Also eine Variante, die mir jetzt schnell eingefallen wäre, dass du jetzt, wenn du, sagen wir mal, 4 Schieberegister hast, dass du sie nicht kaskadierst, sondern parallel schaltest. Das bedeutet dann, dass du vom Durchsatz her näher an diese 10 Millionen Digital Writes kommst, weil dann die Anzahl der Digital Writes, die du für die Infrastruktur brauchst, also fürs Weitertakten, dann zwar immer noch da ist, aber im Verhältnis zu den Datenbits, die du rausschreibst, deutlich weniger ist. Und wenn du noch mehr brauchst, dann muss ich leider gestehen, fällt mir auch nicht mehr viel ein, dann könntest du wahrscheinlich noch reinschauen in diese RagenPy-Library, wie die das genau macht und die relevanten Code-Teile raus extrahieren und die ganzen Validierungschecks und Sicherheitschecks rausschmeißen, dann gewinnst vielleicht noch ein bisschen, aber da ist auch irgendwann aus. Auf Assembler könnte man noch runtergehen, aber dann wird es wirklich eklig. Übertakten wäre auch noch eine Möglichkeit, aber wie gesagt, du musst dann schon wirklich was ganz Großes vorhaben, dass du da auch noch Tricksen anfangen musst. So, somit bin ich auch schon am Ende und als Cliffhanger fürs nächste Jahr habe ich mir gedacht, warum ich das Ganze gemacht habe, ist ein kleines Privatprojekt von mir, das allerdings heuer noch nicht fertig wird, oder besser gesagt für die Linux-Tage noch nicht fertig wird, aber hoffentlich bis Weihnachten fertig wird. Das ist eine RGB-LED-Schneeflocke für die kommenden Weihnachten. Wird aus 175 RGB-LEDs bestehen, die ich in eine 40x40 cm Plexiglasscheibe eingebaut habe. Ich werde dann wahrscheinlich diese TLC-Chips verwenden, um sie zu treiben. Ein paar MOSFETs dazu fürs Multiplexen und vielleicht andere Dinge, die ich noch nicht so ganz ausgeknobelt habe. Da kurz ein Foto, wie der momentane Stand ausschaut von der Verkabelung. Inzwischen ist schon fast fertig, aber die äußeren 3 Ringe fehlen noch. Aber da sieht man es besser, sieht man die Löcher noch ein bisschen besser, das heißt, man kann sich da besser vorstellen, wie das dann am Ende ausschauen wird. Sofort. Und damit sind wir schon in der Q&A-Session und ich übergebe an den. Danke. Okay, Entschuldigung, akustisch habe ich dich nicht ganz verstanden. Die Frage war aus dem Publikum, ob man nicht, wenn ich korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch wiedergebe. Okay. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum, bis auf die eine von vorne, weil es jetzt schon sehr laut wird wieder? Also bitte aufzeigen, wer noch eine hätte. Okay, ich beantworte jetzt erst die erste, wenn ich darf. Okay, die Frage war, ob es möglich ist, einen ATmega, also wahrscheinlich meinst du einen Arduino, hinten anschließen, oder nur den Chip. Also prinzipiell ja, du kannst alles anschließen. Ja. Also wenn du sagst, du willst dann Raspberry-seitig den Kommunikations-Overhead auslagern, indem du irgendwas hinten nachschaltest, ja, kannst du machen. Ja. Also, wie gesagt, meine Berechnungen ist das kein Problem. Also dieser Schieberegister kann ich, wie du vorher gesehen hast, mit 16 LEDs komme ich auf 20.000 Frames pro Sekunde, wenn ich das Ganze jetzt auf 32 aufbohre, ein paar PWM-Zyklen noch dazu nehme und das Ganze mal 6 fürs Multiplexen nehme, bin ich immer noch weit über das, was da das Auge als Flimmern empfinden würde. So viel Strom ist das, glaube ich, nicht.
Oder zumindest wenn ich es auf dem USB, auf dem PC angesteckt habe, der liefert ja auch nicht ewig viel Strom, wäre mir da auch noch nichts abgestürzt oder so. Okay, zweite Frage. Kosten. Also die LEDs waren ungefähr 15 Euro. Also eBay natürlich alles, weil wenn du lokal in einen Elektronikladen gehst und 100 RGB-LEDs kaufst, dann brennst du dich aus. Die TLC-Chips, die 10 Stück, waren auch ungefähr so um die 10, 12 Euro. Ich habe auch diese MBI-Chips bestellt, weil ich dann mit den TLC zuerst nicht klargekommen bin. Habe dann aber als kleine Anekdote gemerkt, dass die zwar DIP-Chips sind, aber leider nicht im 254er Raster. Das heißt, ich hätte die zu vergeben, wenn es wer haben möchte. Weil bei mir werden sie sicher nur verstauben. Die MOSFETs sind auch so 10 Stück, 10 Euro, plus minus. Also ja, wird werden ungefähr. Ja. Also die Verkabelung natürlich, die habe ich beim Elektronikladen gekauft. Also da habe ich für die Verdrahtung eine 100 Meter Kabelrolle, aber ich werde gar keine 100 Meter brauchen. Also es werden wahrscheinlich nur 30 Meter wirklich benötigt und dann halt noch einmal Verkabelung von diesem Panel zu einer Platine, wo dann wirklich die Chips drauf liegen. Und die wird das wahrscheinlich alles auf Lochraster aufbauen. Ne? Deswegen hasse ich SMD und deswegen gibt es bei mir nur zwei 54 mm Raster. Okay, sonst noch eine Frage? Dann danke ich.